Hallo liebe Freunde des Rechts, heute geht es mal wieder um Telegram. Ich habe 3 Interviews heute zu diesem Thema geführt. Nelly interessiert die Sache ganz und gar nicht. Und ich möchte heute mal über die 2 Minuten 30 hinaus, die man in den Interviews dazu sagt, etwas tiefer in die verschiedenen Lösungsansätze gehen für diejenigen, die sich tatsächlich dafür interessieren. Wir fangen mal an mit der Fragestellung, soll man Telegram überhaupt regulieren? Soll man etwas dagegen tun, dass da Morddrohungen, Mordplanungen, Beleidigungen, Falschnachrichten über Telegram verbreitet werden? Und das knüpft direkt an die Frage, will man überhaupt etwas tun? Denn unser Justizminister ist jetzt in einer eigenartigen Situation. Er tritt sein neues Amt an und muss gleich mit dem Thema anfangen, was ihm am allerwenigsten liegt. Denn die FDP hatte ja noch Wahlkampf gemacht mit dem Slogan NetzDG abschaffen. Und zwar nicht zum ersten Mal. Im Programm steht drin, dass man das NetzDG abschaffen will, allenfalls ein anderes Gesetz mit den Teilen, die man als Liberaler gut finden kann, einführen soll. Und jetzt auf einmal soll dieser Justizminister etwas gegen Hasskriminalität unternehmen. Und so kommt auf einmal die Wirklichkeit und man muss sich dann mit einem Thema auseinandersetzen, was einem vielleicht nicht liegt. Aber was macht denn Herr Buschmann? Er sagte jetzt erst auf Twitter, man solle keinen Alleingang durchführen als Deutschland, sondern lieber auf Europa warten. Er sagte nicht warten, sondern er sagte, das müsste man auf europäischer Ebene machen. Und letztendlich bedeutet das, wir warten, bis der Digital Services Act verabschiedet wird. Da kann man sich im Grunde genommen gut hinter den europäischen Rechtsetzungen verstecken und muss jetzt nicht vorne an die Speerspitze der Bewegung sein. Denn im europäischen Vergleich ist Deutschland, was das NetzDG betrifft, früh unterwegs gewesen. Es gibt andere Länder, die ähnliche Gesetze in der Zwischenzeit erlassen hatten. Aber die Entscheidung zu sagen, Facebook muss sich an deutsches Recht halten, war eine Innovation. Das mag einem heute total absurd erscheinen, weil wieso sollte man darauf verzichten, dass ein soziales Netzwerk sich an das jeweilige nationale Recht hält? Aber damals 2016, 17, bevor es das NetzDG gab, da hatte man gesagt, naja, also man kann ja von Facebook nicht erwarten, dass die jedes nationale Recht beachten. Es wäre ja wie Amazon, die auf einmal Verbraucherschutzrechte in jedem Land beachten müssen. Und hier geht es doch nur um so Nicklichkeiten wie Morddrohungen und ich kriege das nicht hin, ohne zynisch dabei zu sein. Ich hatte immer die Frage gestellt, wir müssen uns irgendwann mal entscheiden, ob der Diskurs, die Art, wie wir miteinander umgehen, politische Diskussionen führen, nach den Gemeinschaftsstandards und AGBs von Herrn Zuckerberg stattfinden soll oder nach den Regeln des Grundgesetzes und den dortigen entsprechenden Werten, Regeln und Gesetzen, die daraufhin erlassen worden sind. Und wenn die Antwort eigentlich nur sein kann, nein, wir haben das ernst gemeint mit unserem Grundgesetz, dann müssen wir auch bereit sein, es durchzusetzen und zwar auch gegenüber einem Unternehmen, was sagt, ihr in Deutschland, ihr seid nur eine Störung unseres Geschäftsmodells. Ihr stört uns dabei, die Welt zu verbinden. Und das geht nur, wenn wir unsere eigenen Rechtssysteme haben und unser eigenen Supreme Court, wie es Mark Zuckerberg damals genannt hat. Jetzt haben wir die ähnliche Situation. Im Grunde genommen haben wir hier so eine Murmeltiersituation. Wir haben hier ein soziales Netzwerk, was sich sagt, was interessiert denn mich, was es da für nationale Gesetze gibt. Und während man Telegram vielleicht früher noch gelobt hat dafür, dass es so wunderbar Plattform für Oppositionelle war, stellt man jetzt natürlich fest, und da mag der eine oder andere auch sagen, das ist jetzt eine Doppelmoral, dass wir natürlich nicht wollen, dass Telegram deutsches Recht nicht beachtet. Und wenn dann manche liberale Anhänger sagen, hey, was soll denn das, wieso seid ihr denn so nationalistisch und fordert das ein, würdet ihr das denn bei irgendwelchen Tyrannen, Autokraten auch so sehen und sagen, naja, also ehrlich gesagt, wenn jetzt in Ungarn oder in Belarus Journalisten oder Politiker mit Mord bedroht werden, dann fände ich es auch dort richtig, wenn Herr Lukaschenko eine Regulierung gegenüber Telegram durchsetzt und der wird sich da wahrscheinlich auch nicht so schwierig tun mit der Diskussion. Die Wahrung von Persönlichkeitsrechten und die Wahrung von demokratischen Grundordnungen braucht sich nicht zu verstecken, ist meine Position. Herr Buschmann tut sich, wie gesagt, schwer. Deswegen sollten wir ganz genau drauf gucken, was er jetzt eigentlich macht. Wenn er zum Beispiel Herrn Kretschmer sagt, ja, das müssen Sie aushalten, das ist nicht das wichtigste Thema, kümmern Sie sich mal lieber um Impfungen und holen Sie das Geld vom Bund und reißen Sie sich am Riemen, wie bei Maybrit Illner vor ein paar Tagen. Schauen wir uns mal an, was wir denn jetzt eigentlich in unserem Instrumentenkasten haben. Ist das NetzDG anwendbar? Das ist eine eher
theoretische Diskussion. Man hat sich also gefragt, ist Telegram ein Messenger und fällt deswegen nicht unter das NetzDG? Muss man das NetzDG deswegen anpassen, um das klarzustellen, oder geht das schon jetzt? Nun, nach meiner Auffassung ist Telegram sowohl ein Messenger, nämlich für Ende-zu-Ende individuelle Kommunikation, das kann auch von einer an mehrere Personen gehen, und da auch nicht im Anwendungsbereich des NetzDG. Aber dort, wo es Kanäle gibt, wo man eine Vielzahl von Personen erreichen kann, und zwar mit Inhalten, die nicht an vorgegebene Empfänger geschickt werden, sondern die öffentlich irgendwo gepostet und gespeichert werden und die ein späterer Abonnent dann abrufen kann. Dort haben wir ein soziales Netzwerk. Wir haben die Interaktionskomponenten, dass die miteinander alle interagieren können. Also da kommt es nicht darauf an, ob das jetzt vor grünem Hintergrund oder vor weißem Hintergrund, ob das jetzt Board oder Kanal heißt. Dort haben wir ein soziales Netzwerk. Und deswegen hat das Bundesamt für Justiz auch richtigerweise einen Bußgeld-Anhörungsbogen zugestellt, weil es davon ausgeht, dass eine Anwendung gegeben ist. Insofern NetzDG anwendbar, Haken dran, das ist kein großes Thema. Wo habe ich meinen Stift gelassen? Nur um den Haken zu machen, kann man auch den hier nehmen. So, ist das NetzDG durchsetzbar? Und da kommen wir jetzt natürlich an unsere Grenzen, denn während es noch möglich war, gegenüber Facebook das Recht durchzusetzen, weil man Bußgeldbescheide immerhin für zum Beispiel 5 Millionen Euro durchsetzen konnte, tut man sich bei Telegram schwerer. Wir haben kein Inlandsvermögen, wir haben keine Werbekunden, wir haben keinen Sitz in der Europäischen Union, wir haben irgendeine Büroadresse in Dubai, wo Journalisten schon hingefahren sind, um festzustellen, dass man dort niemanden erreicht, die Büros sind verschlossen, da arbeitet wahrscheinlich gar keiner. Was kann man jetzt also machen? Man kann über technische Maßnahmen nachdenken, um entweder Druck auszuüben oder das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Man kann über Sperren nachdenken. Und da gibt es die naheliegende Idee, die schon Herr Söder anscheinend heute geäußert hatte, man kann ein Delisting vornehmen in den App-Stores von Apple und Google. Man könnte also erreichen, und übrigens, man kann sich fragen, ist dieser Hund tatsächlich hier an der gleichen Stelle völlig regungslos, aber es ist wirklich live. Also hier bin ich mit der Aufnahme und Nelly interessiert sich eigentlich überhaupt nicht für das Thema. Was tut der Pudel zu dem Thema? Gar nichts, aber er ist halt immer dabei und ich freue mich, wenn sie mir wenigstens zuhört. Das Delisting wird natürlich kritisiert, weil es leicht umgangen werden kann. Man kann sich auch aus anderen Quellen die Telegram-App installieren. Auf dem iPhone ist das ein bisschen schwieriger. Da müsste man eventuell einen Jailbreak vornehmen, verliert gewegen vielleicht sogar seine Garantie. Das ist dem eingefleischten Querdenker vielleicht egal, aber dem allgemeinen User vielleicht nicht so sehr. Natürlich kann man Telegram auch übers Web Frontend verwenden, über einen normalen Browser. Da hilft dann auch die Sperre oder das Delisting aus dem Store nicht. Aber würde Telegram aus dem Store entfernt werden, dann hätte es Auswirkungen auf Telegram. Das würde nämlich dazu führen, dass Telegram ganz viele User verlieren würde und der Wert des Unternehmens, der schon in einem mehrstelligen Milliardenbetrag geschätzt wurde, hängt nun mal davon ab, wie viele User das Netzwerk hat. Und das könnte dann doch ein empfindlicher Schlag sein. Insofern könnte es, so wie im Sommer mit den Hildmann-Kanälen, dazu führen, dass ein solches Delisting dazu führen würde, dass Telegram sich vielleicht doch einmal bequemt, deutsches Recht etwas näher zu betrachten. Wie würde so etwas aussehen? Wie würde man denn Apple und Google dazu bringen, Telegram zu delisten? Nun, im Grunde genommen, wie bei allen anderen Prinzipien auch, wir haben es mit fremden Inhalten zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass also Apple zwar nicht selbst die rechtswidrigen Inhalte verbreitet, aber sie stellen die App und den Speicherplatz für die Installation dieser App zur Verfügung. Damit sind sie entweder Mittäter oder Störer. Und das ist interessant, dass die Abgrenzung zwischen diesen beiden Begriffen, ist nur für Juristen wahrscheinlich interessant, in letzter Zeit ein wenig in Bewegung kommt. Wenn man sich die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt zur Haftung von Twitter anschaut, dann sieht man, dass hier Schmerzensgeld, Schadensersatzansprüche auch gegen Plattformbetreiber in Erwägung gezogen wurden, was man vor ein paar Jahren noch nicht so gesehen hat. Führt ein bisschen zu weit, wir werden diese Entscheidung auch bei Gelegenheit noch näher betrachten. Also juristisch ist es denkbar, gegen Apple und Google vorzugehen und von ihnen zu verlangen, dass sie nicht dazu beitragen, dass diese mit illegalen Inhalten geführte App runtergeladen werden kann. Wie gesagt, unterscheiden, wir werden damit Nutzer nicht wirksam aussperren, aber das ist kein Grund, um es nicht doch zu versuchen, weil es eben dazu führen könnte, dass Telegram dann doch vielleicht wieder einlenken würde. Andere Netzsperren, DNS-Sperren, nun hatte Ursula von der Leyen als Ministerin noch versucht, mit
Bildern von Kindesmissbrauch. Da hatte man auf bestimmte Webseiten die DNS-Server so umprogrammiert, dass eben nicht die IP-Adresse ausgelöst wurde, sondern man auf eine andere Seite mit einem Stoppschild kam. Hat nicht besonders gut funktioniert, war aber auch eine andere Zeit. Also alle diejenigen Politiker, die sagen, das geht auf gar keinen Fall, das erlaubt die Netzgemeinde nicht, müssten vielleicht auch beachten, dass die Zeit damals eine andere war. Ich kann mir vorstellen, dass die Bereitschaft, rechtswidrige, ekelhafte Inhalte wie zum Beispiel Kindesmissbrauch über technische Mittel zu entfernen, vielleicht heute anders gesehen werden würde. Für Telegram bringt uns das Ganze nur nicht sehr viel, weil man gibt ja nicht Telegram in, wenn man den Messenger auf seinem Handy drauf hat, da braucht man ja keine DNS-Auflösung. Das macht die App schon selbst und die kann sich die IP-Adressen auch selbst merken oder von irgendeinem Server runterladen, einem eigenen DNS-Server. Also wird das vermutlich nicht so besonders gut funktionieren. Was man bräuchte, wären dann vielleicht Netzsperren, dass also wirklich das Routing zu bestimmten IP-Adressen, zu bestimmten Servern unterbunden wird. Aber das haben auch schon andere versucht und das funktioniert so mittelmäßig gut, eher weniger gut, denn Telegram reagiert darauf, dass sie ihre Server immer woanders platzieren, immer andere IP-Adressen verwenden und dann am liebsten sich dorthin setzen, wo man Kollateralschäden verursacht, also wo unter dem gleichen IP-Adressbereich dann vielleicht auch Server, die nichts mit Telegram zu tun haben, gehostet werden. Ob das wirklich so viele sind, ist nochmal eine andere Frage, weil man sollte sich eigentlich nicht mit Telegram eine IP-Adresse teilen. Das wäre vielleicht bei Shared Content, also wenn man irgendwo Webspace anmietet, wenn Telegram sowas machen sollte, dann muss man sich ein bisschen in Deckung begeben, wenn man so einen Nachbarn bekommt. Funktioniert also auch nicht unbedingt ideal, kann ein wenig funktionieren, aber der wirksame Bereich ist sicherlich das Delisting aus den App Stores von Google und Apple. Ein anderer Bereich, den wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich, dass wir auch außerhalb von Telegram und ohne jegliche Kooperationsbereitschaft von Telegram Möglichkeiten haben, Straftaten zu bekämpfen. Und da erscheint es mir fast wie eine Ausrede, wenn man sagt, wir können nichts machen gegen das, was auf Telegram passiert, weil Telegram sitzt ja in Dubai und auch nicht mal wirklich in Dubai. Es gibt so viele Straftaten, die verfolgbar wären, wenn man sie nur aufdecken würde, wo sogar User mit Klarnamen unterwegs sind oder mit Pseudonymen, die sich leicht einem Klarnamen zuordnen würden, wenn man einfach nur mal die Profile genauer anschaut, schaut, wo sie was gepostet haben oder mit welchen anderen Social-Media-Profilen sie verbunden sind. Insbesondere, wenn man sich die Inhaber der Kanäle anschaut, die eben auch oft mit Klarnamen unterwegs sind. Ich habe den Eindruck, dass wir bei weitem noch nicht das Potenzial ausgeschöpft haben, was man hätte für die Aufklärung von Straftaten oder auch für die Prävention. Die Aufgabe der Polizei ist ja nicht nur Strafverfolgung, sondern auch Verhinderung von Straftaten. Es ist auch die Aufgabe, Straftaten aufzudecken und nicht erst auf Anzeigen oder Fernsehberichte zu reagieren. Und während die Polizei ganz selbstverständlich den Bahnhofsbereich bestreift, also dort vorbeiläuft und alle Leute, die verdächtig aussehen, anhält, mal gucken, was sie so in den Taschen haben, sehen wir das im Netz wenig. Dass die Polizeidienststellen sagen im Grunde, sie haben genug zu tun mit den Anzeigen, die reinkommen, aber sie machen sich nicht die Mühe, zu den Honeypots wirklich vorbeizulaufen, also zu den Hotspots, eigentlich nicht die absichtlich aufgestellten Honeypots. Dort, wo die Straftaten täglich begangen werden, sollte die Polizei endlich nicht weit weg sein und dort auch aktiv einschreiten mit den ganz normalen polizeilichen Maßnahmen, vielleicht auch mal Hallo sagen und sagen, Gefährderansprachen online vornehmen. Ich habe den Eindruck, dass da noch einiges an Potenzial zu holen ist. Wir haben das auf Twitter diskutiert. Die einen sagten, ja, es ist schlimm, dass sie von nichts was mitkriegen. Die anderen sagen, die sind doch überall da, aber es passiert trotzdem nichts. Woran das jetzt im Einzelnen liegt, sollte man sich kriminalpolitisch mal näher betrachten, aber da dürfte noch einiges an Potenzial sein. Und zwar nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei der Justiz. Denn es ist hochgradig frustrierend, wenn natürlich dann Straftaten angezeigt werden. Und wenn nicht gerade das Opfer ein Innenminister oder Ministerpräsident ist, erleben viele Betroffene, dass diese Sachen nicht mit dem nötigen Ernst verfolgt werden. Da können wir jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich bin eigentlich hoffnungsvoll, dass das ein Punkt ist, der lösbar ist und der auch schon in Arbeit ist. Denn das Bewusstsein in der Justiz für die Brisanz dieser Art von Delikten hat sich in den letzten Jahren verändert. Nicht zuletzt auch durch den Umstand, dass selbst Richter mittlerweile merken, dass sie selbst angefeindet werden und Opfer von Bedrohungen werden. Es ist also kein Kavaliersdelikt und der Gesetzgeber hat in der letzten Legislaturperiode klar gemacht, dass eine Begehung im Internet kein Grund für eine Strafmilderung ist, nach dem Motto, naja, die
Hürden sind nicht so hoch, deswegen ist das nicht so schlimm, sondern im Gegenteil ein Grund für eine Qualifikationsstrafschärfung. Die haben manche Straftatbestände nachgeschärft, Strafrahmen erhöht. Es dauert jetzt eine ganze Weile, bis die Justiz merkt, dass bei einem doppelt so hohen Rahmen eigentlich auch die übliche Straftat doppelt so hoch sein muss. Passiert nicht so häufig, also Strafrahmenverschiebungen alleine lösen noch nicht das Problem. Es braucht nämlich auch eine Justiz, die dann bereit ist zu sagen, okay, das ist nur eine Beleidigung. Trotzdem verhängen wir, wie bei dem Allgemeinmediziner Christian Gröner, 3 Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung für eine Mordankündigung und Beleidigung. Ich kenne den ganz genauen Sachverhalt nicht, aber das Ergebnis war schon beeindruckend, was da teilweise rauskommt. Da erleben wir so ein regionales Gefälle, weil eben die Justiz sich nicht überall gleich schnell bewegt. Da gibt es manchmal noch Dinosaurier, die auch nicht weisungsgebunden sind. Also wenn ein Amtsrichter sagt, also dieses ganze Internetzeugs, das interessiert mich nicht, da mache ich nicht mehr als einen Strafbefehl oder stelle die Sachen gleich ein, einstellen macht die Staatsanwaltschaft, die Richter würden vielleicht darauf hinwirken, dann kann man nicht so viel tun. Dann kann man zwar Gesetze und Strafrahmen anbieten, aber es braucht natürlich die Justiz, um das zu verändern. Da sehen wir natürlich mit den Schwerpunktstaatsanwaltschaften, dass die Justizverwaltungen zumindest in manchen Bundesländern einiges tun. Aber jetzt muss man aufpassen, dass man nur, weil man hier etwas getan hat, nicht deswegen entbunden ist von der Verpflichtung, an anderen Stellen was zu tun. Denn ich erlebe in der Diskussion immer wieder, dass der eine sagt, naja, also da kann man nichts machen, also lass uns dies tun und die machen nichts. Und erst wenn die Polizei so ist, wie ich sie mir vorstelle, dann kann das Problem gelöst werden. Wir müssen an vielen Stellen ansetzen. Wir haben an vielen dieser Baustellen auch low-hanging fruits, also Sachen, die sich leicht umsetzen lassen, wenn man denn nur wollte. In dem Moment, wo jemand sagt, ja, das müssten eigentlich andere machen, dann sind wir schon in dem Modus, dass wir uns aus der Verantwortung stehlen. Und wir werden genau zuschauen, wo jetzt die Aktivitäten sich entfalten werden, ob der Justizminister über seinen Schatten springt und bereit ist, deutsches Recht tatsächlich auch in sozialen Netzwerken durchzusetzen, selbst wenn ihn das Zustimmung aus seinen eigenen Reihen kosten sollte. Ich denke, er ist der Justizminister der Geimpften und Ungeimpften, der Querdenker und Geradeausdenker. Und die Grundlage, nämlich unsere Verfassung, die Grundrechte, die sich daraus ergeben, gelten für alle. Jetzt werden Kollegen sagen, ja, aber dazu gehört natürlich auch Artikel 5 und die Meinungsfreiheit. Alles völlig richtig, aber das Problem ist lösbar. Man kann nicht einfach pauschal sagen, lasst das Netz in Ruhe, weil ansonsten ist die Meinungsfreiheit gefährdet. Wir haben mit dem Netz.dg wohl ziemlich gut sehen können, was passiert, ob ein Overblocking durch so ein solches Gesetz entsteht. Und die Ergebnisse aller Untersuchungen waren nein. Durch das Netz.dg entsteht kein Overblocking. Allerdings haben wir das Overblocking auch nicht verhindern können. Und das ist eine andere Baustelle. Wir müssen in dem Moment, wo wir mehr tun, um Inhalte zu entfernen, gleichzeitig auch die Instrumente schaffen, damit falsche Entscheidungen korrigiert werden können. Dafür gibt es jetzt seit Oktober das Gegenvorstellungsverfahren, was noch nicht überall umgesetzt worden ist, damit nämlich User gegen Entscheidungen, und zwar in beide Richtungen, Rechtsmittel einlegen können, um am Schluss aber auch den ordentlichen Rechtsweg beschreiten zu können. In diesem Sinne, gibt viel zu tun, ist ein wenig komplex, aber man sollte sich nicht abspeisen lassen von Verweise auf andere Zuständigkeiten, weil wir können das Problem auch hier lösen. In diesem Sinne, bleibt gesund und seid ein bisschen mehr Pudel. Bis dann.